Schnibbel die Stopp und hallo Drio und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 15 im Karrieremodus mit mir, dem Nefkara, auf Legende natürlich. Heute mit der Partie gegen das Erzgebirge aus Aue. Und wir sind jetzt schon 10 Punkte weg von Düsseldorf, ohne die Partie gespielt zu haben. Das heißt, wir könnten heute 13 Punkte davon marschieren. Nürnberg hat nicht gewonnen. Ach, Nürnberg und Fortuna haben gegeneinander gespielt. Ah, Nürnberg hat also jetzt eine Niederlage und ein Unentschieden in Folge. Das ist gut, dass unsere beiden Verfolger sich da gegenseitig die Punkte nehmen. Gut für uns. Vielleicht die Chance für uns, auswärts uns für ein schnarchiges Unentschieden zu rächen. Heubach natürlich nicht dabei. Der gute Heinz in Form muss natürlich mit. Ganz klare Geschichte. Und ansonsten spielen wir mit der Elf, die auch auf dem Platz ist. Löwe kommt mit für Zimmer. Und, ja, das passt so eigentlich. Das passt so. Das passt. Wackelt und hat ordentlich Luft, so. Ja, so spielen wir. Gucken wir mal kurz auf Shipzio. Oh, Jensen. Nicht ganz in der Ausdauerlage, so. Ja, Shipzio sieht auch ein bisschen müde aus. Saritama, Nefkara, Shipzio. Ja, wir könnten Nefkara ins Offensive packen. Nee, wir werden so spielen. Wir werden so spielen. Haben ja noch die Auswechsel, haben ja noch die Bank. Jensen heute mal nicht dabei, dafür Asoge. Ist ja kein schlechter, wenn er 90 Minuten vor sich hat. Ist er eigentlich ein Spieler, der das auch machen kann. Hammer krass. Und da geht's los. Erzgebirge Aue gegen 1. FC Kaiserslautern ist die heutige Partie. Und wir wollen natürlich den nächsten Sieg einfahren. Wir sehen die Tabelle. Ein Tordifferenz 42, ja, richtig geil. 19 Spiele von 25 haben wir gewonnen. Und wir gucken uns noch kurz die Aufstellung an von den Auern. Von den Pfeilchen. Und los geht's. Leiter der Partie, Heiner Schnitti. Anstoß für uns. Für den 1. FC Kaiserslautern. Und wir wollen uns rächen. Das steht auf jeden Fall klar bei uns auf dem Kontingent. Mal gucken, ob wir das hinbekommen. Das war einfach nicht gut. Man muss dazu sagen, Shipzio ist, glaube ich, ein Linksfuß, weil mit links kann er alles, mit rechts kann er gar nichts. Ich hatte bis jetzt nie das Gefühl, dass der mit rechts torgefährlich ist. Aber mit links macht er sie alle rein. Also ich denke mal, dass er ein Linksfuß ist. Und ganz klarer Elfmeter. Was war das denn für eine Aktion? Da hat man ja direkt gesehen, dass das ein Elfmeter wird. Shipzio wird da gefällt. Im 16er. Ja, wunderschön. Das ist eine Chance für Nefkara. Nee, Saritama. Saritama hat die letzten halt alle getreten. Ist er denn unser bester Schütze im Elfmeterschießen? Nein, Nefkara ist das. Noch eine Nummer sicherer, der Schütze. Und der sitzt auch. Der sitzt auch. 1:0 für den 1. FC Kaiserslautern. Rums hat's gemacht. Oben ins Eck. Wunderschönes Tor. Nefkaras achtes Zweitligator.
damit hinter Böde und Chipzio der drittgefährlichste Mann bei uns. So kommt theoretisch aus jeder Region einer unserer gefährlichen Spieler. Azoge. Azoge, boah, hat der viel Platz jetzt. So ein Mist, da geht mir eindeutig die Ausdauer flöten. Geht ihm doch entgegen. Ja, das war ungeheuz. Auf eine ganz brutale Art und Weise. Und wieder Azoge. Der will jetzt zeigen, nope, ich gehöre nicht zu den schlechten Spielern im Kader. Ganz, ganz stark. Ja, Fromitschow, ich weiß nicht so richtig, was ich mit dem da mache. Verliere dann ganz, ganz sicherlich den Ball. Es ist an der Zeit eigentlich, dass Löwe wiederkommt. Fromitschow ist kein guter Linksverteidiger. Der ist halt in der letzten Partie überhaupt nicht gefordert worden. Das geht viel zu leicht. Das geht viel zu leicht. Da muss in der zweiten Halbzeit, ist jetzt ganz klar, Fromitschow geht raus. Das muss ich einfach machen. Der ist ein unglaublich schwacher Außenverteidiger. Dementsprechend bleibt mir eigentlich nichts anderes übrig. Wenn ich hier nicht in der zweiten Halbzeit, keine Ahnung, baden gehen möchte oder sowas. Weil Aue kämpft hier. Kim Jong-won ganz stark. Sippel. Was ist das da, was du da machst? Echt. Ja, die ganze Welt fragt sich, warum geht Saritama dem Ball nicht entgegen? Der steht da direkt neben dem Ball und bleibt da eiskalt stehen. Bewegt sich kein Millimeter. Wir haben hier Druck gemacht, holen uns den Ball zurück. Fromitschow. Und da gibt's Freistoß. Für wen? Für wen? Für wen? Für wen? Für uns. Das ist eine gute Position. 20 Meter für Nefkara. Für Nefkara und wieder an die Mauer. Ich spiele die einfach nicht mehr stark. Ich hau die nur noch in die Mauer rein. Azoge. Wie? Ich wollte gerade sagen, der holt die Kopfbälle alle. Der ist so unglaublich klein. So unglaublich klein. Aber der holt sie halt alle. Hinten raus, die Kopfbälle. Wieder Azoge. Guter Pass. Da kommt Azoge und nervt den Gegenspieler wieder und Sippe. Böde kann nicht dribbeln, oder? Kann der das? Jetzt mal ohne Schmaß. Ohne Schmaß ist eine Mischung aus Spaß und Schmaß und Spaß. Jetzt mal ohne Scheiß. Der ist so unglaublich kacke in dem. Das ist eigentlich nur 3 Sterne dribbeln, was man dafür brauchen hat. Kann der gar nicht. Das kann der gar nicht. Der kann nicht einen Schritt machen mit dem Fuß. Ist doch klar, dass der Ball wieder zurückgeht. Schulze jetzt wissen müssen. Bewegt sich zu spät. Gut rübergelegt den Ball. Dolly. Fromitschow. Der ist eigentlich ein ganz schön käsiger Spieler.
kriegt hier aber unglaublich viel Platz und schießt den einfach mal richtig weit daneben. Richtig weit daneben. Ist halt kein unglaublich überragender Kicker von uns. Wie kann der da auch wieder mit dem Kopf dran sein? Das dürfte kein Abseits gewesen sein. Das ist kein Abseits. Der ist drin! Daniel Böde, Saisontor 10. Schön gemacht von Dominik Heinz. Klatsch. 2-0. Spielerisch rausgeholt das Ganze. Von Daniel Böde, dem Schrank. Der auch technisch nicht so mega brillant ist. Okay, eigentlich wollte ich noch das 10. Saisontor sehen. Schön, dass das dann einfach aufgehört hat. Und Azuri hier mit unglaublichem Tempo. Nein! Azoge! Ganz, ganz stark. Was der Typ für ein Tempo drauf hat, ne? Das ist echt krass. Holt er sich den hinten. Und holt auch wieder den Kopfball. Na klar holt er den. Was macht Chipzio da? Keine Ahnung, wo der Ball hinkommt. Jetzt mal ohne Flachsen. Und Halbzeit. 2-0. Führte der erste FC Kaiserslautern gegen Aue. Und Azoges Schuss an den Pfosten, der war schon echt genial. Hier Chipzio knapp dran vorbei mit seinem schwachen rechten Fuß. Azoge heute für Jensen drin und der macht seinen Job richtig gut. Der Elfmeter, der fällige Elfmeter von Nefkara. Und den schieße ich dann rein. Der ist auch hart getreten. Ganz hart getreten. Saisontor 8. Und dann hier haben wir echt viel Glück. Echt viel Glück, dass der nicht reingeht. Gab ja 2-3 Aktionen, die so waren. Haben wir dann wirklich echt mega viel Schwein gehabt. Gucken wir uns doch nachher an. Erste FC Heidenheim führt zu Hause gegen Leipzig mit 1-0. Und wir packen doch Fromitschow raus und holen den zwar angeschlagenen, aber immer noch starken Löwe wieder in die Partie zurück. Azoga, ja, der hat viel gemacht. Chipzio auch. Ist Fahndrich dabei? Ja, ist er. Momentan noch nicht. Ist aber die nächste Auswechslung, die dann ansteht. Löwe ist wieder zurück in der Partie. 4 Wochen verletzt. Willkommen zurück. Fromitschow ist dafür raus. Nope, das wurde nix. Aber es war eine gefährliche Aktion. Ja, ein Fkara hier. Er will natürlich da das Dribbling gehen. Das ist stark.
Dolly. Böde. Zu langsam. Mal wieder. Kein Abseits. Aber Löwe ist halt auch ein unglaublich starker Verteidiger. Freistoß und wir wechseln jetzt doch mal. Das geht gar nicht klar. Daniel Böde zwar stark, aber doch mit einer großen Bolzentarade. Fahnrich kommt rein. Und Zivkovic kommt rein. Doppelwechsel auf beiden Seiten. Wird gejubelt. Ich habe mich gerade gefragt, warum eigentlich. Nefkara knapp drüber. Aber nur weil abgefälscht war. Nefkara. Die kommt gut. Dominik Heinz. Hat schon 3 Saisontore auf die Art und Weise erzielt. Und natürlich Kim Jong-won und Löwe. Und da brennt nichts an. Dolly. Der spielt hier nicht gut. Der spielt hier nicht gut. Das wiederum war sehr, sehr stark gegrätscht. Das war sehr, 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 sehr stark gegrätscht. Der wird wahrscheinlich direkt geschossen. Wird er auch. Geht aber knapp drüber. Knapp über den Kasten. Nefkara. Da wäre trotzdem Kim Jong-won zuerst dran gewesen. Fahndrich! Gute Parade von Manny. Der Leipziger. Wieder Nefkara hier. Wieder mit dem Versuch, Dominik Heinz in Szene zu setzen. Gute Aktion. Und das war Zivkovic. Er versucht, um alles in der Welt ranzukommen. Wir werden noch ein Stück defensiver. Haben schon unser Ziel erreicht. Nefkara hier. Der Versuch von Zivkovic, aber der kann geklärt werden. Bisschen spielen wir hier noch. Wechsel. Ja, Zivkovic lässt sich locker wegpressen. Nope, das wird nix. Sippel ganz klar dran. Schulz und Saritama. Der nochmal mit Tempo. Auf Zivkovic. Aber Zivkovic macht Druck. Auch wenn er hier nichts mehr so machen kann mit dem Ball. Nefkara hier mit richtig Tempo nochmal dran geht.
Und Sippel, der den Ball da lockerflockig abpflückt. Asoge hier nochmal. Saritama. Nefkara. Zivkovic. Der wird hier eigentlich nur weggetreten in der Luft. Und die Partie ist vorbei. 2:0 gewinnt der erste FC Kaiserslautern gegen das Erzgebirge aus Aue. Wunderschön. So muss das sein. Hier knapp dran vorbei. Aber Aue war stark. Wir haben eingeladen zu Toren. Aue wiederum auch, indem sie uns da weggegrätscht haben. Gott sei Dank dann Nefkara per Elfmeter das 1:0 markiert. Ich glaube in der 6. Minute oder so. Aber wie gesagt, Aue hatte seine Chancen. Als dann Löwe dazu kam, sind die Chancen nicht mehr so groß gewesen. Was ich auch persönlich sehr schätze. Löwe ist halt der deutlich bessere Verteidiger. Nicht umsonst 12 Punkte mehr wie Fromnischow. Und das war Böde. Gut gegrätscht den Schuss. Aber dann die zweite Aktion von Böde. Keine Chance mehr. Böde mit seinem 10. Saisontor. Daniel Böde. Asoge hier hätte noch auf 3:0 erhöhen können. Trifft aber nur den Pfosten. Das war eigentlich so ziemlich alles, was passiert ist. Sippel der Beste, Dominik Heinz auch ganz stark, Löwe und Fomitschow, okay, die waren beide Käse. Aber ich fand die Grätschen von den Mann da hinten ganz stark. Ja, Nefkara, Asoge vor allen Dingen. Hut ab für eine berauschend gute Leistung. Hat viele, viele Zweikämpfe gewonnen, unglaublich viele Kopfbälle geholt. Das war nicht zu erwarten, nein, meiner Meinung nach überhaupt nicht. Umso besser ist es, dass es denn so gekommen ist. Und wir sind jetzt mit 13 Punkten weg, was echt angenehm ist. Wollen uns momentan nach oben schieben. Das sind die Leute von uns, die jetzt für Nationalmannschaften spielen. Wir lehnen ab, wie wir das auch sonst immer machen. Und am Freitag, wie ihr seht, kommt dann die Partie gegen 1860. Könnte auch eine interessante Partie werden. 1860 München, starkes Team. Irgendwann wird unsere Siegessäge reißen und heute hätte es passieren können. Und Nürnberg und Düsseldorf schaffen wieder keinen Sieger. Gut für uns, richtig gut. Aber irgendwann werden auch wir stolpern. Und an dieser Stelle möchte ich mich von euch verabschieden. Das war FIFA 15 im Karrieremodus mit mir, dem Nefkara, auf Legende. Und wir sehen uns morgen am Freitag um 15 Uhr wieder. Dann gegen 1860 München und die sind Tabellenvierter. Also bis dann, haut's rein, ciao, ciao.